bin so aufgeregt. Meine Fresse. Mir geht's wieder Kackstift. Ja, die Mandeln, nicht die Hoden oder irgendwas. Die Mandeln. Ist den Ärzten sehr schwer gefallen, mich zu behandeln. Ich habe auch schon bessere Zeiten gesehen. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Es fühlt sich an wie der Gang zum Schafott. Es ist soweit, in wenigen Stunden werde ich meine Operation hinter mich bringen. Mandeln werden rausgenommen und Gaumenbändchen wird wahrscheinlich verkleinert. Ihr seid natürlich mit dabei. Nee, mit dabei seid ihr nicht, weil wir werden das Ganze nicht filmen. Aber vor und nachher gibt es bestimmt ein paar lustige Bilder. Voll auf Narkose. Natürlich werde ich begleitet von meinen Mädels. Ich bin so aufgeregt. Meine Fresse. So, wir ziehen uns jetzt nochmal an und dann gehen wir nochmal raus spazieren, weil das zieht sich ja alles noch in die Länge. Ja, wir sind erst ein bisschen später dran. Das ist super, aber ich habe jetzt schon richtig Knast. Wollen wir nochmal sehen, ob ich nachher reinpasse. Das sieht bestimmt richtig gut aus. Ja, das passt. Das geht schon. Ey, das hättet ihr mal hören sollen. Gerade eben so beide Mädels im Kollektiv so. Oh, was haben wir denn hier entdeckt? Diesen Lama. Guck mal da mal dran. Weiter geht's. Hey. Wie sieht's aus? So, jetzt liegt er im Bettchen. Also meine Frau kann leider nicht beim Aufwachen dabei sein, das wird hier nicht so gehandhabt. Wollen wir mal sehen, ja, ich bin fertig, ob wir die Kamera... Geht los. Naja, noch mit irgendwie... Ich lasse die neben meinem Bett liegen und wenn ich aufwache und in der Lage bin, dann filme ich weiter. Seid ihr alle gut da? Ja, die sind alle bescheuert hier. Jetzt alle drauf. Hallo. Also. Ist hier alles gut? Ja, wir sehen uns ja hoffentlich nachher noch. Ja, ist alles drauf. Ist alles drauf. So, ich bin jetzt hier in dem Raum. Und jetzt gibt es gleich eine Narkose. Ich dachte, da gibt es vorher noch so eine Tablette, so eine LMA-Tablette, aber gibt es gar nicht. Die Mandeln sollen entfernt werden. Ja, die Mandeln, nicht die Hoden oder irgendwas, die Mandeln. So langsam geht's los. Oh yeah. Timmy, mir geht so wieder Kackstift. Ey, das ballert doch jetzt schon. Alter, 2 Minuten rum, Junge, und es geht richtig ab. Können Sie einmal rausschlüpfen? Deine Alter, wollen Sie mich jetzt komplett nackt machen? Nee, nur einmal so. So haben wir nicht gerechnet. Aber ich habe Schlüpper an. Oh. Das ist aber schon ein bisschen Chaos. Abfahrt. Wer will nochmal einen Breakdancer fahren? Klar. Herr Kapitän, die Spannung steigt ins Unermessliche. Ah, ich bin durch. Ich habe auch schon bessere Zeiten gesehen. Es ist den Ärzten sehr schwer gefallen, mich zu behandeln. Mir ist total übel. Mir geht's beschissen. Aber ist ja egal. I did it. Rock'n'Roll. We keep it real on YouTube. Ich bin jetzt hier auf so einer speziellen Überwachungsstelle, damit man genau sehen kann, ob es mir auch gut geht. Und wie der Sauerstoffsättigung, weil die OP doch recht aufwendig war. Und ja, es ist jetzt schon nach 7:30 abends. Meine Frau macht sich bestimmt Sorgen. Es ist definitiv schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. So, meine Frau ist jetzt gerade zu Besuch. Ja, ich habe mit der Ärztin telefoniert und ja, lief ab. Alles irgendwie nicht so wie geplant. Aber die Mandeln sind raus und das glauben sie jetzt auch geschafft. Genau. Ja. Und ich soll mal auf eine andere Station vielleicht. Das kann sein, ja. Aber warten wir erstmal die Nacht ab. Ja. Wie gesagt, das andere wird dann morgen entschieden. Also wenn der 90-jährige Opa die ganze Zeit so viele Tage gemacht, wie er jetzt macht, dann wird es eine harte Nacht für alle Beteiligten. Ihr seht, ich sitze. Es ist 22.30 Uhr. Und ich bin von der Intensivstation wieder auf meine Station geschickt worden. Und das Geilste ist ja, mit Eiswürfelherzen gönne ich mir jetzt. Wie sich herausgestellt hat, haben die verpeilt, dass ich mein Schlafapnoe-Gerät, mein Beatmungsgerät mit hatte und hatten Panik, dass ich den da wegsterbe und deswegen bin ich auf der Intensivstation gewesen. Aber ich habe ja mein Beatmungsgerät mit, deswegen falscher Alarm. Ach so, und das hier ist übrigens zum Kühlen auch, ne? Herrlich. Oh. Scheiße. Die Ärzte sind ganz kurz und beraten sich schon. Moin. Super.
Ja. Ach. Wir mal reinschauen. Ah. Ja, das sieht ja sehr gut aus. Ja, steh vorsichtig. Bitte? Steh vorsichtig. Ja. Kann ich schon Eis lutschen? Eis lutschen ist auch wunderbar. Oder essen darf es auch ein Milcheis sein, oder? Essen alles das, was Martina freigibt. Ja, okay. Wir haben ein paar Vorgaben, mit der müssen wir dich gut halten. Ja. Ja, ansonsten nichts machen, was einen roten Kopf macht. Okay, einen roten Kopf. Das war so. So, Sportsfreunde, ich werde jetzt mit euch zusammen Vanille genießen. Mmh. Ist richtig geil. Ja, ich habe gestern den ganzen Tag nichts gegessen. Also wirklich zero Kalorien. Schön brutales Defizit reinhauen. Wo ist denn der Kühlschrank zum Patienten? Ist da irgendwo Eis für mich drin? Da hat leider nichts. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, gönne ich mir jetzt das Oppo. So, ich musste mich gerade schnell wieder hinlegen, weil noch Ofen zuhauen. Und da ist mir noch der Kreislauf abgehauen. Ich habe es aber gerade noch bis hierher geschafft. Komisch, ganz merkwürdig, kann ich überhaupt nicht so sagen. Wahrscheinlich von dem Ganzen rumgeliege. Ne? Ich habe mich eigentlich topfit gefühlt. Aber das ist mir kurz richtig in den Keller gegangen. Ne? Jetzt gibt es erstmal einen Frühstücksshake. Ich war gerade duschen, habe mich frisch gemacht seit 2 Tagen. Fühlt sich schon besser an, aber mein Hals ist irgendwie sehr, sehr komisch. Und ich soll heute ja dieses Essen hier zu mir nehmen. Ja, also ein bisschen Trost mit Zeug, Kräuterquark. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so toll ist. Was? Also vom Gefühl her verneine ich, will es auch nicht trinken, habe ich gesagt. Ich will es nicht. Ja, so eine Suppe ja ganz gut, wirklich. So eine Suppe, ja, die Vanillesuppe, die wäre nicht schlecht gewesen. Aber ich habe ja meinen Proteinshake und dazu mein Schokoproteine-Eis. Ich habe jetzt einen Termin beim Arzt. Nicht stören lassen, ich habe mal die Kamera mitlaufen, ich filme sie auch nicht. Alles gut. Okay. Dürfen wir einmal reinschauen nochmal? Gerne. Wie geht's soweit? Naja, gestern war besser. Gestern war besser? Mhm. Das meiste, dass am zweiten Tag die Schwellung nochmal ein bisschen zunimmt, ne? Okay. Das ist normal. Das die Zunge ist halt auch ein bisschen lediert, wahrscheinlich vom Fixieren, damit ich bearbeitet werden konnte. Das ist wahrscheinlich von der Einstellung. Ah. Ist ein bisschen bläulich, ne? Ein bisschen eingeblutet. Ist dolle. Mhm. Aber es war ja ein bisschen problematisch, für mich zu beatmen. Ja, genau. Okay. Das sieht sehr gut aus. Sehr gut aus, ja? Ja. Mal anlang. Ja, okay, ist gut. Wollen wir doch mal meiner Frau die frohe Kunde überbringen. Hallo, ist Mama gar nicht da? Hallo, Basti. Hallo, Schatz. Und? Also, ich muss doch noch eine Woche bleiben. Erzähl doch nicht. Ja, du kannst mich abholen. Ja? Ja. Okay, warte, ich zieh mich an. Ja, das geht schnell. Der Gang hierher mit der schweren Tasche war schon ein halbes Workout gefühlt. Also die einzige Angst ist jetzt nur noch, dass da irgendein Naht reißt. Das darf nicht passieren. Weil dann muss ich nämlich nochmal eine Narkose kriegen. Und das brauchen wir echt nicht. Schaut mal hier. Ist das nicht süß? Hm? War doch gar nicht lange weg. Und Gott sei Dank wissen wir heutzutage, dass es gesünder ist, sich auch draußen moderat zu bewegen an der frischen Luft. Und nicht nur rumzuliegen. Leider hat mir meine Frau eben gerade erzählt, dass mein Fahrrad geklaut wurde. Ich könnte richtig abkotzen. Ne? Aber es bringt nichts, sich jetzt nochmal. Deutsche Markenqualität. Ich reg mich jetzt nicht auf. Ich soll ja nichts tun, wo ich einen roten Kopf von kriege. Deswegen bleibe ich jetzt ruhig und hebe mir das für später auf oder so. Keine Ahnung. Und es geht zum ersten Mal nach der OP etwas wirklich Nahrhaftes. Mit vernünftigen Ballaststoffen und ein bisschen Gemüse auch drin. Boah. Also ich tippe Brokkoli auf jeden Fall, Frische. Ein bisschen Obst. Eben schon wieder draußen gewesen. Das Gefühl, im Laufe des Tages schwebt mein Hals immer mehr an. Kann mich aber auch täuschen. Und schau mal, ich habe schon 14.000 Schritte. Nicht schlecht. Immerhin, oder? Für so ein krankes Huhn. Und jetzt gibt es zum ersten Mal, tada, ich sollte heute Fischentoast essen. Weiches, labriges Toast. Genau, und der ist halt nicht getoastet, ne? Ist halt total von Arsch. Ja, guten Morgen, Sportsfreunde. Ich habe 2,5 Kilo abgenommen. Ist völlig im Rahmen. Ich dachte, es werden mehr. 300? 2,5. Und es wäre Wunschdenken zu glauben, ich könnte mein Gewicht jetzt halten. Denn ein bisschen abnehmen werde ich sowieso. Wenn ich es hielte, würde ich wahrscheinlich an Muskeln verlieren und an Fett hinzugewinnen. Und demnach mehr muskelfreie Fettmasse haben. Und das wollen wir natürlich nicht. Also meine Rest Day Heart Rate, mein Puls geht runter. Das ist schon mal eine sehr gute Sache. Und meine Herzratenvariabilität geht hinauf. Man muss aber dazu sagen, dass die Schlafqualität an sich nicht besonders gut ist. So, hier wird schon wieder Kuchen gebacken. Der ist diesmal aber nicht ein richtiger healthy. Kuchen. So ein richtiger Scheißkuchen.
Was ist denn das für einer? Man darf Schrott sagen, nicht Scheiß. Nein, so Schrott, das muss man nicht. Also es ist halt einfach so, halt nicht das, was dem gängigen Healthy Lifestyle entspricht. Geiler. Wenig Protein, Zucker, viel Zucker, viel gehärtetes Fett. Mir ist den ganzen Tag kalt, deswegen habe ich jetzt auch eine Jacke angezogen auf das Haus. Da sind noch Kirschen drin. Kirschen, ja, immerhin. Aber die sind zuckerreduziert. Und ein Kinderriegel befindet sich in dem Kuchen. Im Kuchen. Ja. Denn morgen ist ein ganz besonderer Tag. Ja. Morgen wirst du dein Geburtstagsgeschenk überreicht bekommen oder abholen. Und das auf einen Sonntag. Also ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein, weil ich will auf jeden Fall eine Kamera dabei haben. Das wird auf jeden Fall gerade so ein Fitness- und Kraftsport-Bodybuilding-YouTuber für so absolut einzigartig. Das wird ganz neue Türen öffnen, ganz neue Horizonte, wie auch immer. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich glaube, alle, die dir auf Instagram folgen, haben schon eine Idee. Ich sage Dankeschön. Dankeschön, dass ihr euch für mich interessiert. Wir sagen Dankeschön. Wir sagen Dankeschön, dass ihr mir so lange zugeschaut habt. Ich hoffe, ich habe noch nicht allzu viel rumgeheult. Ich wünsche mir, dass es ganz, ganz schnell wieder besser wird. Wir werden auf jeden Fall weiterhin auch irgendwie Videos drehen. Es kommen noch unzählige Videos, die wir bereits vorproduziert haben. Weil wir ja wussten, dass ich ein bisschen außer Gefecht bin. Also in diesem Sinne, vielen herzlichen Dank an euch, dass ihr mir immer wieder zuschaut. Und meine Frau mit abonniert habt bei Instagram, hoffentlich. Oder auch nicht. Gebt einen Daumen hoch. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare. Wir sind raus. Bis zum nächsten Vlog. Tschüss. Tschüss.